Wie genau hängt ein Serotoninmangel mit Depressionen zusammen und was machen Antidepressiva ganz genau nochmal? Das erfährst du in diesem Video. Wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, dann abonniert auf jeden Fall einmal jetzt gleich direkt hier kostenlos, dann verpasst ihr kein Video mehr wie dieses hier. Menschen mit Depressionen weisen einen bis zu 50% verringerten Serotoninspiegel auf. Das ist auch der Grund, warum ungefähr in den 60er Jahren so eine Art Serotonin-Hypothese herauskam im Zusammenhang mit Depressionen, dass diese nämlich sozusagen dies begünstigt. Was aber jetzt hier immer die Frage ist und was auch bis heute noch nicht bestätigt ist, ist die Frage nach Kausalität oder Korrelation. Also ist es wirklich der Grund für die Depression, dass man einen Serotoninmangel hat oder ist es einfach Folge einer Depression, dass du einfach einen Serotoninspiegel hast? Genau das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Aktuell beschäftigen sich viele Studien um dieses Thema, also Serotonin und Depression und den Zusammenhang dazwischen. Einige haben den Ansatz, dass sie quasi verfolgen aus gesunden Menschen, dem wird quasi dann tryptophanarme Ernährung verschrieben, dass der quasi der Serotoninspiegel immer und immer weiter sinkt. Tryptophan, hier vielleicht auch nochmal gleich ganz kurz, ist eine Vorstufe von Serotonin. Dazu haben wir auch schon ein cooles Video gemacht, wenn ihr da einmal die Zusammenhänge sehen wollt. Nun zeigte sich aber jetzt hier in der Studie, dass zwar durch die tryptophanarme Ernährung der Serotoninspiegel immer weiter abstieg, aber die gesunden Patienten quasi nicht an einer Depression erleidet sind. Also konnte hier nicht richtig bestätigt werden, dass das wirklich einen Zusammenhang hat. Also immer noch die Frage nach Korrelation oder Kausalität. Es gibt aber auch Studien, die einen exakt anderen Ansatz quasi wählen. Und zwar sind hier Patienten, die an einer Depression leiden und man gibt ihnen ein Medikament, das Serotonin enthält oder ein Präparat, das Serotonin enthält und dann wird geschaut, was passiert. Was hierbei herauskam, ist, dass wenn überhaupt die Depression nur ganz leicht zurückging, dass Serotonin also keine direkte Auswirkung auf die Depression hat, also die Zugabe von Serotonin. Wie gesagt, das ist alles ein Feld, was gerade noch super stark und super interessant auch untersucht wird. Schaut euch einmal in der Beschreibung den Link an, da findet ihr alle aktuellen Studien und auch noch viel mehr, wenn ihr mehr über das Thema Serotoninmangel und Depression erfahren wollt. Aber jetzt zu den Antidepressiva. Was sind das überhaupt? Das sind zum einen mal Psychopharmaka, also das sind Medikamente, die den Hirnstoffwechsel beeinflussen und auch die Botenstoffe da. Insbesondere jetzt im Fall der Depression nimmt es auch einen Einfluss auf das Serotonin. Ein Antidepressiver, was wir uns hier anschauen wollen, ist der Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRI. Was dieser quasi macht, ist normalerweise in der Kette im Gehirn, wenn wir irgendwie wird Serotonin verbraucht von Botenstoff zu Botenstoff, also für die Signalübertragung wird Serotonin genutzt. Dabei wird es, wie gesagt, verbraucht, also sinkt der Serotoninspiegel. Der Ansatz von dem Antidepressiva jetzt hier, also von dem SSRI, ist es quasi, die Zelle, muss man sich so vorstellen, von außen so abzuschirmen, dass Serotonin nicht verbraucht werden kann. Also es kann die nicht verlassen und somit ist der Körper dann gezwungen, für diesen Transport oder als Botenstoff einen anderen Stoff zu nehmen und Serotonin bleibt quasi im Gehirn, bleibt in der Zelle und kann so genutzt werden für diese stimmungsaufhellenden Wirkungen. Also der Ansatz hier ist, weniger Serotonin wird verbraucht. Was kann man da als Nebenwirkung haben oder was sind so allgemeine Nebenwirkungen von Antidepressiva? Das sind sowas wie Übelkeit, Schwindelgefühle. Und was man auf jeden Fall immer noch beachten sollte, ist, dass die Wirkung, also der Wirkungseintritt, immer über einen längeren Zeitraum geht. Also man muss hier mit seinem Therapeuten bzw. jetzt hier Arzt einmal absprechen, was nehme ich überhaupt und was für eine Dosis. Dann nimmt man einen bestimmten längeren Zeitraum, schaut, wie ist die Wirkung auf mich und passt dann die Dosis an. Das ist wieder super individuell, jeder reagiert hier auf eine andere Wirkung. Hier vielleicht noch einen ganz lustigen Fakt nebenbei oder lustig, weiß ich nicht. Studien zeigten in der Schweizer Studie, dass bei der Einnahme von SSRI-Produkten die Intensität von Träumen abnimmt. Also man träumt weniger und kann sich auch viel schlechter daran erinnern. Und noch für die Ernährungsfraktion unter euch. Studien zeigten auch, dass eine gute oder präventive Omega-3-Versorgung auf jeden Fall zur Verbesserung der Wirkung dieser Antidepressiva wirkt. Also auch darauf immer schön achten. Genügend, je nachdem, wie man sich ernährt, Fischöl, Algenöl, Präparate zu sich nimmt oder einfach in seiner täglichen Ernährung auf einen guten Omega-3-zu-6-Index achten. Was kann man jetzt aber abschließend zum Thema Serotonin und Depression sagen? Ganz klar ist es hier noch nicht geklärt, wie genau der Zusammenhang zwischen Serotonin und Depression besteht. Auf jeden Fall ist es keine ganz einfache Lösung. Serotoninmangel ist da, okay, habe ich Depression, Serotonin hochfahren, alles ist wieder weg. Es ist auf jeden Fall ein Puzzleteil innerhalb von einem sehr großen, komplexen System. Es hat eine wichtige Rolle, die genaue muss noch definiert werden. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn ihr keine Videos wie dieses hier verpassen wollt, mehr Informationen wollt, dann abonniert nochmal unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Fragen gerne immer in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Like da lassen. Ich bin Markus von Sarah.